So, die 5 ist da. Ich hoffe, ich darf anfangen zu reden. Herzlich willkommen. Wir machen hier noch so ein kleines, weiß ich nicht, nennt es wie es wollt, ist mir egal. Ich will da jetzt durch und dann sind wir da auch für heute durch. Freunde, auf geht's. Metal-Leute, Servus und Sorry, ja, so sieht's aus. Metal herzlich Rüdiger. willkommen. Punkt 1, deine Frisur, die gefällt mir äußerst gut. Ne? Also, das ist. Es erinnert mich stark an die Prinzessin Lea-Frisur, die ja mein Liebling ist, aber die ist auch sehr geil. Die betont auch deine runden Bäckchen im Gesicht. Ja, ich bin ein wenig unter Stress, wie man Warum, was passiert? Hat wieder irgendein Baggerfahrer irgendein Loch gemacht? vielleicht auch bemerkt. So, ich bin ein wenig unter Stress heute. Das wirkt nicht so, als wäre es unter Stress. Ich komme zu wenig bis gar nichts und muss jetzt noch mal das Video aufnehmen. Ich habe bereits das Video für die, also für das Gewinnspiel gemacht. Also das kommt am Ende vom Video, wo ich dann gesagt habe, das habe ich heute unter dem Dach Ach Gott, aufgenommen. Rüdiger. Habe ich gesagt, das und das und das Bild, ja, das muss ich dann nur noch schneiden. Und für den Fall, dass es dann nochmal in dem gleichen Design ist wie jetzt, habe ich es nochmal neu aufnehmen müssen. Also nicht wundern. Ich habe momentan noch keine Ahnung, wie es ist. Ich habe es noch nicht anschauen können. Die meisten Leute wundern sich da auch nicht mehr viel, was da passiert oder wie das in deinen Augen. Ach, keine Ahnung, ich brauche, wie gesagt, du hast so ein verschobenes Weltbild da auch oder so ein ganz, ganz komisches Realitätsbewusstsein. Und ich muss das auch nicht 100.000 Mal thematisieren. Ansonsten. Wie kann man denn bei ansonsten daraus machen? Wie ist das denn möglich? Als allererstes einmal danke dafür, dass ihr überhaupt momentan so extremst geil abgeht. Eigentlich habe ich vorgehabt, das in einem externen Video zu machen, ja. Ja, auch da schon wieder genau die gleichen Ankündigungen wie davor, ne? Eigentlich wollte er ein eigenes Video dazu machen, aber er labert uns jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Minuten dazu. Aber wir hatten gestern, bin ich auf Arbeit gewesen, bin von 8 Uhr bis um 13:30 auf Arbeit gewesen, bin heimgekommen um 3, weil ich habe immer ein bisschen langen Weg, dann war ich noch einkaufen, bla. Und als ich heimgekommen bin, wir hatten, wie ich auf die Arbeit gefahren bin, 494 Abonnenten. Und als ich heimgekommen bin, waren es 402. Das sind fast 10 Abonnenten, ja, in 6 Stunden, sowas in dem Dreh, 5 Stunden, 6 Stunden, sowas. Ja, es jetzt, wirkt jetzt so, als würdest du YouTube abreißen, oder? Ich weiß nicht genau, wann ich heimgekommen bin und wann ich zuletzt nachgeschaut habe, aber sowas in dem Dreh. Und dann denke ich mir einfach nur, was zur Hölle, richtig geil. Ja, das ist auch schön, aber daran merkt man doch auch wieder, was es für einen Wert und was es für eine Relevanz für dich im Leben hat. Mit diesem, ne, du kommst nach Hause und erstmal Abonnenten checken und ja, dann freust du dich natürlich, weil du da für deine Verhältnisse viele Leute dazugewonnen hast. Und du dir eigentlich keine Mühe dabei gegeben hast. Aber so wichtig ist das eigentlich gar nicht. Und dann ist es innerhalb von ein paar Stunden nochmal von 2 auf 10 gestiegen. Also quasi nochmal 8 Abonnenten dazu. Und ich denke mir einfach nur, was zur Hölle. Und ihr seid momentan so geil am Abgehen. Jetzt im Moment sind wir 516. Ich sehe es hier gerade direkt vor mir. Und es werden Kommentare geschrieben. Es werden Sachen gemacht. Und ich werde dafür noch ein externes kurzes Video machen, wo ich mich wirklich. Immer mit seinen externen kurzen Videos, die dazu noch kommen. Bei euch Und das Geile ist, die sind ja meistens nicht kurz. Oder sie sind halt völlig irrelevant. bedanke. Im Moment kann ich leider nicht klatschen, ich bin verletzt. Sieht vielleicht harmlos aus, aber das ist ein ziemlich tiefer Schnitt. Ich habe jetzt bloß keinen Verband. Warum wolltest du klatschen, Rüdiger? Ich werde dafür noch ein externes kurzes Video machen, wo ich mich wirklich bei euch bedanke. Im Moment kann ich leider nicht klatschen. Ich Ach so, du wolltest jetzt ein Video machen, wo du klatschst und dich dann so bei deinen Leuten bedankst? Okay. bin verletzt. Aber er ist verletzt. Sieht vielleicht harmlos Ja, aber so ein harter Mettler, der kann dann auch klatschen eigentlich. aus, aber das ist ein ziemlich tiefer Schnitt. Ich habe jetzt bloß keinen Verband drum, weil War das die Spiegelgeschichte? ich das an der Luft immer heilen lasse, sowas, weil es einfacher ist und schöner ist. Du hast wahrscheinlich keinen Bock, den Pflaster zu kaufen oder kein Geld dafür. Geht auch schneller. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eben, genau das. Lange Rede, kurzer Sinn. Meiner Meinung nach ist das Schönste an sowas. Ja, ich werde ein kurzes Danke-Video nochmal machen und ich werde mir jetzt nochmal den Arsch aufreißen und ich habe auch endlich Ja, True Story ist nie passiert. meine Muse gefunden für das Weitergehen vom Abonnenten-Special.
wo es nochmal um die nordische Mythologie und in dem Fall komplett über die neuen Welten und Yggdrasil geht, wo ich euch Details über die verschiedenen Welten sagen will, was ich sagen will, wo will. Ja, ich feiere Videos, wo du mir Details über Dinge erzählst, wo du denkst, Ahnung von zu haben. Welche Rasse in welcher Welt lebt und so weiter. Und das werde ich dann. Und das, weil Geile ist, weißt du, wenn du dich irgendwo mit auskennst, dann sind es so Dinge, die du gar nicht in deinem Leben gebrauchen kannst. Ja, das ist, wo ich auch sag, mit deinen Götter nordisch, weiß ich nicht, ob dir das beim Aldi an der Kasse weiterhilft. Ein Special machen, das kommt auch mit Greenscreen und allem drum und dran. Heute habe ich leider so schlechte Lichtverhältnisse, weil meine Softbox, ich habe nämlich gestern mit Greenscreen eigentlich was aufgenommen, aber das hat nicht so gut hingehauen, wie ich wollte. Also ja, und wie jeder weiß, gute YouTuber erkennt man an vielen und guten Softboxen. Muss ich das nochmal neu aufnehmen? Und meine Softboxen sind jetzt unten. Deswegen ist es momentan von Lichtverhältnissen so schlecht. Und das, da es jetzt gerade dunkel ist und gerade auf 3. Mach doch einfach dein Video. Geh doch nicht darauf ein, wie schlecht das da alles ist. 3 Minuten nach 12 gesunken ist die Zeit. Pech gehabt für mich, ja. Und ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn, wie das jetzt weitergeht, ist jetzt einfach. Ich werde euch jetzt nochmal kurz zutexten. So von wegen, was jetzt die Woche passiert ist, was die Woche geplant ist. Ja, das muss ja dann bestimmt interessant sein, dass du da ein Video zu machst. Erzähl mal, Rüdiger. Und was ich für die nächste Woche vorhabe und was ich in Zukunft generell mit dem Kanal machen möchte. Denn es sind einige Formate jetzt dazugekommen, die ich jetzt permanent machen möchte, inklusive Time of Metal und den Drachenvlog, die ja sowieso täglich, also täglich nicht, aber jede Woche kommen. Also einmal die Woche. Das wirkt auch wieder so, als hättest du kaum geschlafen. Das permanent machen möchte, inklusive Time of Metal und den Drachenvlog, die ja sowieso täglich, also täglich nicht, aber jede Woche kommen. Ich weiß nicht, was. Oh. Also einmal die Woche. Und zuallererst einmal beginnen wir damit, was die letzte Woche war. Dazu muss ich allerdings jetzt kurz zurück auf mein Zeug hier greifen. Als allererstes Mal hatten wir neue Formate. Die neuen Formate sind auf ein paar Sachen zurückzufallen gewesen. Das ist halt auch wirklich ein durchgängiges Ding bei ihm in dieser Laufbahn der Karriere, dass er hat ja wirklich eine eigene Content-Art erschaffen. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Es gibt ja gar keinen Begriff dafür, für Content, der nicht existiert. Er erzählt ja immer nur über Dinge, die kommen sollen, die nie kommen. Das gibt's ja gar nicht. Er hat ja ganze Stunden an Content ins Internet geballert, wo er erzählt, was kommt, und es kommt nichts. Ja, richtig. Und wenn was kommt, dann ist es Müll. Allerdings habe ich da noch nicht. Ich weiß nicht. Ja, müssen noch Gespräche geführt werden, hat er noch nicht genau, muss noch genau Gedanken, bla bla. Aber genau, was ich da gesagt habe, das war ein Time of Metal, das müsste am Dienstag gewesen sein. Hier steht am 17. März. 17. März, das war der Montag, kam das Video irgendwann abends um 18.27 Uhr. So. Ebenfalls am 18. um 0.01 Uhr, also um 1 Uhr, da kam. Nontent finde ich auch gut. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das kam am 18. Das war dann der Trailer, ne? Ach, komm doch jetzt mal zum Punkt, Junge. Das nervt mich immer da, dieses. Wie ist die Windgeschwindigkeit und wie weit ist der Schattenwurf von den Objekten draußen? Immer diese blöden. Das alles Infos interessiert keinen. Das kam nachts, den habe ich dann hochgeladen, weil wir brauchten einen gescheiten Trailer für den Vlog. Dann habe ich ein Gespräch über meine Ansichten gemacht. Da habe ich drüber gesprochen, wie ich das Ganze sehe. Und in Zukunft habe ich auch vor, solche Videos ab und zu mal hochzuladen, wo ich einfach mal mir die Scheiße von der Seele laber. Ja, einfach mal. Ja, das hast du perfektioniert, wo du auch Streams anmachst, wo du das machst. Den ganzen Kack, was ich mir so denke, runterlaber. Und das wird auch keine anstößige oder irgendwie subjektive vor allem. Das wird auch keinen Anstoß an irgendwelche Sachen nehmen. Ich werde euch da lediglich sagen, wie ich die Welt sehe, wie die Welt bei mir aussieht, ja. Ja, merkwürdig sieht die aus. Ich werde da vielleicht noch einen richtigen Namen für machen. Das ist das eine, was ich ab und zu mal mache. Das wird nicht jeden Tag, der wird nicht jede Woche kommen und so weiter. Dann habe ich ein Gewinnspiel gemacht, dafür die Auflösung am Ende vom Video. Ja, gewinnt der Oliver.
Und ein paar haben Grüße gehen raus an Oliver. leider, das muss ich hier kurz dazu sagen, das werde ich am Ende nochmal sagen, ein paar haben leider die Aufgabe nicht richtig verstanden. Und zwar eigentlich war das erst so gedacht, dass sie ein Logo entwickelt, ja, und kein, und, oder ja, ein Logo zeichnet, ja, aber kein, also ein Logo zeichnet, aber halt nicht ein Logo, also nicht ein Bild malt, ja, ein Bild malen, das können wir auch mal so machen, also Challenge, das ist eine Sache, die ich in Zukunft einführen werde. Hier am Ende vom Video werde ich das wahrscheinlich schon mal einführen. Das ist aber noch so eine Planungssache. Planungssache. Oder ich weiß schon, in welchem Format ich das einführen werde. Es wird in Zukunft ein Format geben, in dem das permanent kommt. Ja, in dem ihr also quasi immer auch eine kleine Challenge habt. Sowas ähnliches wie bei Ali Tells. Er hat ja auch immer dieses Challenge-Time-Zeug. Sowas ähnliches werde ich. Okay, Chat. Ja, einführen ist. Mag das auch nicht, wenn er das sagt. Bei mir auch einführen, weil ich gesehen habe, dass ihr wirklich Talent habt und. Was sind das für Piepgeräusche? Wo kommt das her? Was bei ihm? Was bei mir? Ah, ich mag das nicht, wenn irgendwas piept. Piept hier! Falls ihr Lust habt, an sowas teilzunehmen, können wir ja Nein! immer wieder mal gerne mitmachen. Wichtig! Wenn ich merke, das geht nicht, dann werde ich halt damit mal warten, bis wir mal 1000 oder 2000 Abonnenten sind. Und hoffe, dass das in dem Tempo dann weitergeht, erst einmal. Momentan seid ihr ja echt am Abfeiern, ja. Ich meine, wenn ich mir hier anschaue, okay, der Time of Metal kommt nicht so gut an. Der hat jetzt 298 Aufrufe. Aber der Trailer ist, ja gut, der Trailer ist halt die Sache, der kommt halt relativ gut an, weil er halt sehr viel. Jeder, der auf meinen Kanal kommt, sieht halt den Trailer als erstes, ja, und dann hat er automatisch. Ja, richtig. Wenn man ihn nicht kennen würde, wird man denken, er hätte irgendwie Zeug geraucht oder geweint oder sowas. Aufrufe. Er sieht aber auch heute irgendwie noch runder aus als sonst immer. Ja, der hat jetzt 641 Aufrufe. Was richtig gut angekommen ist bei euch, ist anscheinend ein Gespräch. Rüdiger, machst du jetzt ein Video, wo du darüber erzählst, wie deine Videos ankommen und wie krass die ankommen? Auch utopisch. Über meine Ansichten. Und zwar hat es 1144 Aufrufe. Das stimmt allerdings auch, ne? Damals waren hinter den Abos noch echt Menschen. Möchtest du sagen, dass der Drachenlord etwa auf TikTok nicht über 300.000 Follower hatte? Ich welche Unterstellungen, haltlose Unterstellungen sind das? Was schon wahnsinnig, was schon für sich, für und an sich schon wahnsinnig krass ist. Ansonsten haben wir hier jetzt noch den letztes Gewinnspiel hat auch über 600 Aufrufe. Das ist ja jetzt gestern oder heute um 12 Uhr ausgelaufen. Ja, also am Samstag um 12 Uhr ist es ausgelaufen, glaube ich. Was hat der da? Ich weiß nicht, ist da irgendwas wieder nicht in Ordnung? Entschuldigung, oder? Was ist denn mit dieser Gesichtskirmes da nicht in Ordnung? Du bist ja Gesichtsakrobat, bist du ja eh schon hauptberuflich, aber was passiert denn da? Und ne, das ist nicht irgendwie, ich möchte doch mal darauf hinweisen, wenn du da Probleme mit hast oder sowas, das ist kein Freund, aber man kann das ja mal thematisieren. Ich würde ihn gerne mal fragen, von wegen, ist das irgendwie wie eine Krankheit oder. Ist gar nicht böse gemeint, ne? Aber da ist doch irgendwas nicht in Ordnung. Sowas in dem Dreh. Ich habe auch jetzt gar keine Nachrichten mehr bekommen im Nachhinein, zumindest nichts, was ich jetzt halt gesehen hätte. Und am Ende, ne, wenn es jetzt nicht irgendwie, wenn er jetzt sagt, das ist keine Krankheit, dann muss ich fragen, ja, hast du denn gedacht, das ist eine sehr gute Idee, so ein Video mit den Sachen und Aussagen hochzuladen? Ich kann nochmal nachschauen. Ja, schau mal nach. Und ich habe vor, jetzt in Zukunft ein weiteres Format zu machen. Also es war jetzt selber, was so die Woche war. Und jetzt, was ich so die Woche vorhab, die neue Woche. Okay, ich habe hier noch ein, da hat jemand anscheinend. Da muss ich mich gleich mal entschuldigen. Und zwar, Moment, kurz mal gucken. Ja, guck mal und entschuldige dich mal. Okay, das Bild ist echt Hammer. Ja. Ich guck mal kurz auf die Uhrzeit, wann ich das zugeschickt bekommen habe. Aber ich habe um 12 Uhr nachgeschaut, also kann es um 12 Uhr nicht gewesen sein. Ich werde die Bilder mal mit reinnehmen, aber Chance aufs Gewinnen haben sie eigentlich nicht mehr, weil ihr die Bilder nach Einsendeschluss jetzt mit reingenommen habt. Also eigentlich jetzt um 12 Uhr nachts. Das ist eigentlich schon nicht mehr mit drin. Aber ich werde da mal gucken. Okay. Also ihr habt auf jeden Fall wahnsinniges Talent. Ja, da habe ich einige Leute gefunden von euch, die. Ja, und die haben wahrscheinlich mehr Arbeit reingesteckt als du in deinen ganzen YouTube-Kanal, in diese paar Bilder. Die wirklich wahnsinniges Talent haben. Und da ist kein Logo dabei.
So ein Quatsch, auch wenn du doch das, wenn du dir das doch anguckst in der Nachbearbeitung, dann musst du doch denken, das ist, interessiert doch keinen Menschen, wie er da vor einem Bildschirm sitzt, den du nicht siehst und dann irgendwie, Momentchen, hier muss ich gucken, das ist doch kein guter Content. Was zur Hölle war jetzt das? Ach so, Moment. Aber das ist das, was ich meine, ne? Du sitzt da und guckst dir einen hübschen Menschen an, der in irgendwo reinschaut, was du nicht siehst und ja, schwierig. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, hier ja. Ist das Logo. Okay, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus, ist allerdings ein bisschen zu blutig. Auf jeden Fall, ihr habt, also drei habe ich jetzt gesehen, die werde ich vielleicht das Bild nochmal mit reinnehmen, aber Chance auf den Sieg haben sie nicht mehr, dafür habe ich jetzt nur 5 ausgewählt, weil es nur 5 Oliver gewinnt, wir wissen das schon. Logos waren, die anderen... Bei denen du zufällig auch kennst. Haben jetzt hier keinerlei... Rainer schneidet es raus. Die dicke Putzfrau da. Ja. Die dicke Putzfrau ist anscheinend sehr müde oder irgendwie sowas. Irgendwas stimmt heute wieder nicht mit dir. So. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt so mal hier ein bisschen geguckt, was jetzt so die Woche abgegangen ist. Was jetzt die Woche kommen wird, das wird ein Format sein, das ich höchstwahrscheinlich einmal die Woche bringe. Und zwar war das eigentlich damals mit dem Vlog gedacht, aber das habe ich ja dann bloß die ersten 2-3 Male gemacht. Ja, wie bei allen, ne? Vielleicht mal 1-2 Mal gemacht und dann... Da gibt es zu viele Beispiele. Also so lange möchte ich dieses Video jetzt auch hier nicht machen, dass ich darauf eingehe, was du schon alles angefangen hast und nicht beendet hast. Mittlerweile habe ich das vor, wieder richtig einzufügen. Und zwar werde ich in Zukunft die Kommentare einblenden, allerdings ohne Namen und ohne Bild. Ja. Cool. Und außer ihr sagt in die Kommentare, ich soll das mit Bild einblenden, dann werde ich das mit Bild einblenden, ja. Cool. Das ist dann eure Sache. Aber ich werde in Zukunft, das werde ich beim nächsten Mal, unter von dem Video werde ich das dann nächste Woche machen. Da kommt dann ein Video, wo ich vom Greenscreen stehe und euch halt immer die Kommentare vortexte und dann halt euch quasi meine Kommentare zu den Kommentaren sagen werde. Ja, das ist eigentlich ein recht cooles Format. Mir gefällt das bei Ali Tells. Ja, weil das ein Format ist, wo du eigentlich nichts machen musst. Du musst schon was machen, ja? Nicht falsch verstehen. Du musst dann eigentlich versuchen, diese Kommentare irgendwie zu thematisieren. Aber du nimmst es nur, weil jemand was schreibt, weil du überhaupt irgendeinen Pack anhast, um irgendwas zu machen, weil du sonst so null Kreativität hast. Weil du dir auch null Gedanken machst, weil du mit null Leidenschaft bei der Geschichte bist. Es gibt so viel, ich könnte so viele Beispiele da nennen, wo man sich einfach mehr Mühe geben hätte können. Immer sehr gut, also bei Iblali und... Ja, du siehst das bei den anderen alles und das sieht halt... Das ist genau wie beim Rappen, weißt du, das wirkt immer ganz einfach und der float mal cool, aber so einfach ist das nicht. Aber es soll für ihn einfach wirken. So. Und das sieht bei Ablali, Gronkh oder und Co. einfach dann easy und chillig aus und dann, deshalb sind die da, wo die sind. Und deshalb bist du da, wo du bist. Und bei Le Floyd gibt's sowas, glaube ich, nicht. Aber ich habe schon mehrere YouTuber gesehen, die sowas machen. Ich finde das sehr lustig, aber das kann ich nicht das kann ich nicht sagen, weil Aufnahme läuft. Du bist bekloppt. Auch zum Beispiel Everywhere Pictures, die machen das ja für ihre Videos. Dann kommt ein Video, wohlgemerkt ein Video, kein Format, wo ich mal drüber rede, welche YouTuber meine Lieblings-YouTuber sind. Dann eigentlich war ja die Woche noch ein Video geplant, das habe ich allerdings jetzt. Auch da, ich meine, natürlich kannst du da mal ein Video zu machen, aber ist das jetzt kreativ? Ist das der Inbegriff von Content, dass er dir erzählt, welche YouTuber er toll findet? Weil irgendwie war das ja so auch meistens Mainstream, ne? Es hat geschafft zu machen, weil es ein bisschen aufwendiger ist. Meine Lieblingszeichentrick-Serien und Zeichentrick-Filme. Weißt du, Rüdiger, wenn du seit 10 Jahren nichts anderes mehr im Internet als Drachenlord gesehen hättest, den Typen kannst du mal fragen, wen er im Internet kennt. Kann wird's spannend. Filme aus meiner Kindheit, die ich früher geschaut habe, Walt Disney speziell bezogen eigentlich, aber es gibt so viele, also ich werde wahrscheinlich das Ganze so machen. Ja, du hast viele Filme geguckt und Serien. Dass ich es auf Walt Disney beziehe und dann später noch auf andere Filme beziehe, das kommt dann drauf an. Lange Rede, kurzer Sinn, es wird also quasi noch ein bisschen was kommen. Wir sind gespannt. Ganz normal wird der Time of Metal kommen am Montag oder Dienstag. Mittwoch ist ja jetzt leider mittlerweile steht nicht mehr zur Debatte. Montag oder Dienstag werde ich versuchen, den Vlog zu machen. Dann habe ich eine engere Zeitspanne und mache das hoffentlich auch. Dann am
Auch da, wir sind immer noch im Ankündigungsformat, dass er erzählt, was er machen möchte, ne? Sonntag kommt ganz normal der Vlog, also der Drachenvlog. Und ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich mitten in. Auch da wieder, dass er nicht reden kann, ohne dieses ständige Wippen da immer zu haben. In der Woche, also immer Mittwoch, dann meinen. Moment, da werde ich mich mit letzten, da werde ich mich mit Tattel anlegen. Macht das nicht. Glaubt mir, macht das nicht. Da werde ich dann meine Videos hochladen von, wie heißt es? Er meint wen anders. Ich habe noch keinen Plan, ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Wahrscheinlich der Drache brüllt oder sowas. Ja, ich weiß, es ist immer ein bisschen zu viel Anspielung auf Drache, aber was soll's. Ich weiß nicht, du, keine Ahnung, wie oft du schon so irgendeinen utopischen Stream abgesondert hast, wo du dich sehr, sehr. Dann hast du dich da hingesetzt und gesagt, boah, ich bin Drache und hast das tatsächlich auch. Ja, für wahr empfunden irgendwie oder das versucht ernsthaft auszudiskutieren. Ach, Rüdiger. Das ist mein Kanal, so heißt der Kanal, also warum nicht richtig, ne? So. Ja, aber hast du denn mal irgendwas mit Drachen gemacht? Außer jetzt mal beispielsweise irgendwie deinen Scheiß danach benannt oder alleine irgendein Drachengesellschaftsspiel gespielt? Das ist auch noch so traurig, Junge. Das ist eigentlich bei jedem anderen Menschen im Internet, hätte mir das echt leid getan, wenn er alleine mit einem Gesellschaftsspiel da gesessen hätte und dieses Spiel gespielt hätte und sich dabei noch gefilmt hätte. Aber bei dir, das ist recht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, jetzt hättest du schon acht, da hättest du lange Rede, kurzer Sinn nicht so oft gesagt, dann hätten wir uns 10 Minuten sparen können. Ja, werde auf jeden Fall immer ein Format kommen, in dem ich eure Kommentare kommentiere, live kommen, also quasi Das hast du alles schon gesagt, du wiederholst dich ständig. aufnehme und das Ganze hochlade. Und es wird interessant, ich freue mich schon auf das Format, weil ich sowas schon lange machen wollte und immer mit mir gerungen habe, mache ich das, mache ich das nicht, mache ich das, mache ich das nicht. Und jetzt haben schon ein paar gemeint, macht es doch einmal, auch ein wenig so mit Videos und Kommentare. Natürlich werden, das habe ich schon mal gesagt, ich sag's immer wieder, Iblali hat dieses Immer dieses Gewippe, Junge, es macht einen bekloppt. Problem mit magst du Bratwurst? Er macht es ja auch, eigentlich ist er ja selbst schuld, dass er es immer wieder dabei hat, weil er es immer wieder mit reinsetzt. Aber Ja, so wie du die Hater mit reinsetzt. ihr braucht euch gar nicht, also um das Ganze kurz zusammenzufassen. Kommentare sollten schon sinnvoll sein, die ich dann vorlese. Das werden in Zukunft dann wirklich, das wird ein Format sein, in dem ich nur über die Kommentare spreche, ja. Also Pass auf, ich sag ganz ehrlich, ich lass den gerade weiterlaufen. Ich hol mir gerade was zu trinken. Weil der wird ja auch nichts Interessantes sagen. Ne? Ihr könnt das hier im Chat, könnt ihr das weiter analysieren. Ich bin in einer Sekunde da. ähnlich wie bei Alita, so ähnlich wie bei Ali Tells, ja, das werde ich alles so machen wie bei Ali Tells dann. Dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Jetzt am Ende kommt noch das Gewinnspiel und dann kommt noch die Endcard und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gewinnspiel. 1 bis 5 einfach sagen, 1 hat mir gefallen oder 5 hat mir gefallen oder halt eins dazwischen. Und das einfach in die Kommentare schreiben und dann derjenige, wo die meisten Likes hat, also 1, 2 oder 5 oder 3 oder 4, wie auch immer, also eines von diesen 5, welche Zahl dann die meisten Likes hat, wird dann der Gewinner. Halt die Fresse, Rüdiger. So. So, ich habe hier noch so ein Ding geholt, ne? Wer es kennt, der liebt es. Gar keine Frage. Habe ich irgendwas verpasst? Nee, ne? War nichts Wichtiges. Gut, als Entschuldigung habe ich mir jetzt gedacht, bringe ich so ein bisschen Sexiness in den Stream, ne? Und habe hier so eine Erdbeere, die ich kurz esse. Köstlich. Ja, Entschuldigung. Er muss die Kuscheldecke holen. So, Freunde, wir machen weiter. Gewinner sein und bekommt die CD, die DVD von Metallica. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal. Ja, komisch. Was? Da geht's jetzt noch 13 Minuten, da geht's noch ein paar Minuten. Warum geht's ja jetzt schon zur Verabschiedung? Und ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Drachenlords. Viel Spaß mit dem Gewinnspiel. Ich bin gespannt, wer gewinnt. Ja, Oliver wird gewinnen. Metal, Leute, Servus. Wo, was machst du denn da schon wieder? Guckst du auf deine Verletzung? Servus und herzlich willkommen. Autsch. Ja, ne, hast du auf deine Verletzung. Autsch. Oh, hab ich Mitleid erregt.
Ich muss es nochmal aufnehmen, sehr ärgerlich, aber okay, da kann man nichts dran ändern. Ja, aber du hast die Haare jetzt noch schöner. Du siehst aus wie ein pubertierendes 17-jähriges Mädchen, was irgendwie. Keine Ahnung, ich will keine pubertierenden 17-jährigen Mädchen fronten oder so, aber. Ach, lass aber das einfach. Die Frisur ist ja schön. Es haben mich noch ein paar Leute angeschrieben. Eigentlich war die Zeit schon rum, aber okay, ich nehme noch ein paar mit rein jetzt. So, als allererstes beginnen wir mit dem Logo hier. Das war Ach so, jetzt kommen noch so ein paar Logos rein. das nicht nur das erste Logo, das mich auch erreicht hat, sondern Erste? auch eines, wo ich sagen muss, ich finde das sehr beeindruckend, das Logo. Also für dich wäre es ein cooles Logo, wo ich auch sage, ne, das ist ein cooles Logo. Für deine Verhältnisse wäre es utopisch qualitativ hochwertig. Ich habe das sogar am Kumpel gezeigt, der sich mit Agumbel. sowas auch beschäftigt und der meinte, das Warum macht denn der Gumbel, der sich damit beschäftigt, nicht ein Logo für dich? Der könnte ja auch die versteckte Symbolik bei Logos erklären. Wie zum Beispiel, wenn du ein Dreieck hast als Logo, dann deutet das auf Stabilität hin. Oder wenn du einen Kreis als Logo hast, dann ist das eine Ausgeglichenheit. Oder? Das sind alles Dinge, die dich indirekt manipulieren. Das da, dadurch, dass da Drachenlord steht, impliziert mir das, dass es wahrscheinlich um Scheiß-Content geht. Es schaut echt super aus, obwohl er selbst die Konturen am Schwert noch ein bisschen verändert hat, hätte. Aber, also er hat nichts an dem Video, an dem Bild gemacht, aber er hätte das selber noch ein bisschen was dran verändert an den Konturen vom Schwert. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem Schwert. Ich finde es sehr schön, es sieht sehr genial aus. Halt ein Schwert. Und ja, das ist auf jeden Fall das erste Logo. Also wenn ihr das Logo haben möchtet, schreibt mir es in die Kommentare. Ansonsten machen wir weiter mit dem zweiten Logo, das wäre das Teil hier. Ich muss sagen, ein paar Leute haben leider nicht verstanden, dass es um. Hat er jetzt ein anderes eingeblendet? Ich habe gerade, war ich nicht kognitiv da. Ein Logo geht und nicht um Bilder, aber ich werde am Ende noch ein paar Bilder zeigen, ja. Ja, richtig, auch da. Ein Logo sollte im besten Fall einfach, einprägsam und direkt zu erkennen sein. Wenn ich als halbblinde Person, ich sehe, ich erahne, dass da Drachenlord draufsteht, dass da, aber was da wirklich draufsteht, wenn jetzt ein Auto das den Quatsch da drauf hat und an mir vorbeifährt, da weiß ich nicht, ob ich hupen soll oder nicht, weil ich weiß ja nicht, ob der Drachenlord da drin sitzt. Ja, wenn das vielleicht, wenn das ein Riesen, wenn McDonald's sein Logo austauschen würde in das, dann wird es vielleicht klappen, aber. Bei dir, du hast auch eh nie Corporate Identity genommen. Du hast immer irgendwie, du hast ja auch nichts Eigenes gemacht, immer. Du hattest ja auch nie die Möglichkeit dazu. Das habe ich schon mal gesagt, glaube Du hattest ja nie mal ein durchgängiges Logo. ich, im Vlog vor heute. Also ich werde die Bilder, ein paar von den Pubertären, Bildern werde ich auch am Ende vom Video nochmal zeigen. Aber So, nur ganz kurz, damit ihr es auch hört, ne? Ah. So, weiter geht's. erst einmal halt die Logos, weil darum geht es ja. So, Logo Nummer 2. Der Drache hier ist eigentlich kein Drache, wenn man es genau nimmt. Komm. Denn er hat keine Flügel. Eigentlich sehr schade. Obwohl ansonsten finde ich eigentlich. Ja, aber der sieht vom Augen, der sieht genauso aus wie du im Moment. Wo, der sieht genauso aus, wo du auch denkst, ja, okay, der ist nicht anwesend. Er sieht echt klasse aus. Der Kopf und so. Er ist ein bisschen so comic-mäßig, ein bisschen so zeichentrickmäßig. Sieht echt lustig aus. Ein kleiner Kritikpunkt, den ich hier an diesem Bild habe. Was ist das denn für ein Logo, Digga? Das kannst du vielleicht bei irgendeiner Hausfrauengruppe auf Facebook oder was nutzen, die sich über Putztipps oder was, austauschen. Da wäre so, da kannst du noch ein paar Minions reinmachen, dann läuft das, aber was ein Müll! Er hat leider, der Schriftzug ist leider halt ein bisschen zu einfach, meiner Meinung nach. Den hätte man ein bisschen cartoonmäßiger noch machen können. Aber ansonsten finde Aber, ne, der Fazit, Lord. ich den Drachen echt schön, ja. Wobei ich dann fast glaube, Es ist doch kein Drache, er hat doch keine Flügel. da muss ich mal nachrecherchieren, wenn das der Fall ist, dann wird dieses Bild disqualifiziert. Denn ich glaube, ich habe diesen Drachen schon irgendwo mal gesehen, ja. Ja, sieht halt tatsächlich so aus, als wäre das irgendeine scheiß Bitmap-Datei oder was und da hat einfach irgendeine Comic-Schrift darunter
Drachenlord geschrieben und du sitzt jetzt da und thematisierst das 8 Minuten in einem Video. Schön. Das ist also, glaube ich, bloß einkopiert, aber da muss ich mal nachgucken. Ja, guck mal nach, ist wahrscheinlich nie passiert. Kann ich also nicht bestätigen, also bitte nicht beleidigt sein, ich bin bloß momentan vorsichtig, was sowas angeht. So. Rüdiger. Nicht bestätigen, also bitte. Jetzt bitte gucken. Bitte nicht beleidigt sein, ich bin bloß momentan vorsichtig, was sowas angeht. So. Was ist denn da schon wieder nicht in Ordnung? Das sieht aus wie so ein chinesischer Drache. Ja, was natürlich cool ist, ist, dass er hier so aus dem Kreis rausgreift, ne? Das hast du natürlich dann optisch, ist das schön. Aber trotzdem ist es für ein Logo schon wieder fast zu verspielt und das Drachenlord geht auch hier so ein bisschen unter. Wenn du das wegmachen würdest und vielleicht so ein DL oder so einen schwarzen Luan da einfach rein, dann wird man das erkennen, dass das der Drachenlord ist. Das nächste Bild ist dann das hier. Hast du cool gemacht, dass die Schrift so... Wahrscheinlich 8 Stunden Zeit investiert. Diese Person hat mich ursprünglich auf die Idee gebracht, dass ich das Ganze doch als Video machen könnte, beziehungsweise hatte ich ja sowieso vor, aber er ist halt auf mich, er hat mir jetzt halt geschickt, das Bild schon auf Facebook, also ich habe das Bild schon mal gesehen, habe das auch schon mal gehabt und muss sagen, ich bin echt beeindruckt von dem Bild. Der einzige Manke, den ich hier in dem Bild habe, genau wie bei den anderen zwei, habe ich auch hier eine Sache, die mir ein bisschen missfällt, sag ich mal. Der Drache und der Kreis und so sieht echt klasse aus. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel den Schriftzug noch in den Kreis mit eingebunden, also in die Mitte oder so mit einbaut. Der ist leider meiner Meinung und keine Ahnung, wenn du so einen Augenaufschlag hast, dann ist das kein gutes Zeichen, wenn wir der gleichen Meinung sind. Noch in den Kreis mit eingebunden, also in die Mitte oder so mit einbaut, weil... ich bin müde. Ah, okay, jetzt haben wir die Antwort. Er ist müde. Ja, Rüdiger, du kannst doch so ein Video machen, wenn du willst. Ne? Und warum machst du das denn, wenn du völlig übermüdet bist, wenn du so übermüdet bist, dass du dein Gesicht nicht mehr kontrollieren kannst? Warum? Weil auf die Art und Weise müsste ich den Hintergrund immer mit dabei haben oder man würde unten ein kleines Schild hinmachen, wo man dann halt noch Drachenlord sieht, ja. So quasi so ein kleines Goldschild oder sowas. Aber ansonsten finde ich das Bild echt wahnsinnig schön. Ich habe mit der Person auch schon geschrieben und er meinte, er hätte den Drachen... Wahrscheinlich direkt erstmal Dickpick. ...selber gezeichnet, wo ich sagen muss, ich bin echt beeindruckt, hey. Das ist ich bin echt beeindruckt, danke für das Bild. Hier, noch ein Bild. Das ist der Wahnsinn. So... Das nächste Bild wird... Ja, was ist das denn für eine Hirschdrache oder was? Was ein Kitsch. Ein bisschen asiatisch. Das ist ein asiatischer Drache. Ein eisernes Kreuz oder was auf dem Kopf? Ich hab's nicht ganz erkennen können. Gottes Willen. Der sich durch das Drachenlord ringelt. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, wie das aussieht, ja, so auf der einen Seite so im Vordergrund, auf der anderen Seite so im Hintergrund, ja, und... Ich habe kein F1-23, du kannst das aber gern kaufen, dann spiele ich das auch. Aber ich glaube, du kannst kein Deutsch, ne, sondern Englisch. Ey, dein Ernst, du hättest das da raussteigen können? Sorry, ich muss hier... Darf ich dich ablenken lassen? Ich verpasse hier wichtige Szenen. Ja, so auf der einen Seite so im Vordergrund, auf der anderen Seite so im Hintergrund, ja. Und... Also er hat sich wenigstens so... zeitweilig die Hand vor den Mund gehalten, wo ich schon verwundert war, aber... Und... Ich weiß nicht, ob es das besser macht, wenn du beim... Das ist genau wie wenn du niest und... dir jetzt die Hand vor... Und dann... keine Ahnung, das bringt's ja nicht. Entschuldigung. Und dieses Ganze ist so auf Hintergrund, ja. Also es ist echt wahnsinnig schön, es sieht echt genial aus, ja. Wir haben mit seinen, das kommt vom Gähnen, aber wir sind mit seinen wässrigen Augen da so auf dieses Bild starrt und echt schön aus. Und da kann man echt was mitmachen, ja. Das ist echt der Hammer. So. Oh. Das nächste ist jetzt das hier. Und das wäre eigentlich bis jetzt das letzte gewesen. Ja, aber das ist blöd, weil das Datum wurde nicht mit Kommas geschrieben und dann mag man das nicht. Die Hinterbeine sehen irgendwie komisch aus. Sie sehen aus wie von einem Frosch. Aber also ich kann wahrscheinlich keinen Drachen so zeichnen. Das weiß ich nicht. Wir können ja irgendwann mal Content machen, dass ich Drachen zeichne oder so. Aber ja, das ist cool gezeichnet. Sieht auf jeden Fall echt gezeichnet aus, ne?
Logo Nummer 5. Nummer 5 lebt, das war ein cooler Film. Aber ich werde das jetzt mal mit einbauen, denn ich werde jetzt noch ein paar mit einbauen, weil es haben mich, wie gesagt, noch ein paar erreicht. Also ja, aber es ist doch abgelaufen. Oliver hat doch schon gewonnen. Das hier ist jetzt erstmal, ist nicht das letzte Logo, aber das ist eines der auch extrem schönen. Wobei ich jetzt hier sagen muss, hier extrem schön sind deine Haare, Rüd. Habe ich eigentlich fast nichts zu bemeckern, abgesehen vielleicht einmal von, dass unten der Datum eingeblendet ist, wann das Foto fotografiert wurde. Dieses Bild hat mich allerdings noch vor 12 Uhr erreicht. Und zwar habe ich dieses Bild, bekommen am... Ach komm, du legst dir das doch wieder so zurecht, wie du das gern hättest. Dass du dann sagst, ach, das ist noch in der Wertung drin und das könnte dann noch, weil es cool ist. 22., also gestern, wo Einsendeschluss war. Aber ich habe das Bild noch um 8. oder 9 Uhr früh erhalten. Müsste ich nachschauen. Ja, was heißt, müsstest du nachschauen? Du musst das doch wissen, weil du bringst es doch jetzt gerade an, dass es in dieser Geschichte mit eingerechnet werden kann. Dann musst du doch genau wissen, wann das gekommen ist, damit du das überhaupt thematisieren kannst. Warum musst du dann nachschauen? Aber ich habe das noch relativ früh erhalten und bis 12 Uhr war Einsendeschluss, also... Du willst einfach nur, dass das Bild dabei ist. Dieses Bild zählt auf jeden Fall noch. Ich lasse jetzt alle... Habt ihr gesehen, wie er in die Kamera guckt? Das zählt auf jeden Fall noch, ne? Ich will das so. Die Bilder, die ich euch zeige, noch zählen. Das Bild hier. Was jetzt? Die drei, die mich nach 12 Uhr habe ich nun doch nicht mehr aufgenommen. Das hat mehrere Gründe. Ja, weil sie einfach nicht gut genug waren. Oder weil sie halt wahrscheinlich, ne, das ein oder andere, ich glaube, auf der einen. Jetzt machen. Auf der Stirn von dem einen Drachen, das war nicht so gut für ein Logo. Ja, ich weiß nicht, also auch da, cool, also ich kann den Drachen nicht so cool malen, aber das sah jetzt doch schon kurzzeitig aus, als hätte er irgendwie, als wäre das Ei mal irgendwie ein bisschen kalt geworden. Mal weiter mit normalen Bildern, die mich auch noch erreicht haben, die wollte ich euch auch noch nicht vor. Ja, danke dafür. Ich sage ja, in diesem Bild, egal wer es gemalt hat, steckt mehr Mühe und Arbeit als das, was du in deinem Video machst da. Vorenthalten. Und zwar haben ja, was red da mal zu Ende? Mir hier einmal das Bild von einem Mädel, hat sie mich angeschrieben und hat mir. Das ist relevant, ob das von Jungen oder Mädchen kommt? Das geschickt. Und ich fand diesen Drachen echt wahnsinnig super. Ja, man sieht, da steckt Arbeit drinnen. Und sie hat mir jetzt auch, weil ich habe mich jetzt mit ihr mal ein bisschen unterhalten und so. Genau das ist es nämlich. Ne? Ist ja scheißegal um das Bild, du wolltest dich nur mit der Mulle unterhalten. Und sie hat mir heute auch gesagt, dass das ein Bild ist. Also das ist der erste Drache seit langem, den sie gezeichnet hat. Und ich muss sagen, ich finde ihn echt wahnsinnig schön. Und sie hat hier auch ein bisschen auf Hintergrund geachtet und so. Also ich bin immer vorsichtig, wenn man was nicht kann, aber... Ja, ich kann ja mal ein bisschen malen oder es versuchen. Ich bin echt kein begnadeter Maler. Aber wenn du jetzt das Bild damit bewertest, dass sie auf Hintergrund geachtet hat, da würde ich jetzt als Nicht-Profi-Maler sagen, ja, eigentlich sind da nur so ein paar Berge angedeutet und halt einfach, das hätte jetzt auch ein kleines Kind theoretisch machen können. Ich will eigentlich, wie gesagt, du hast dich mit der unterhalten und im Endeffekt sieht es eher aus, wie als hätte es ein jüngeres Kind gezeichnet. Aber ich will da jetzt auch nicht drauf eingehen. Wäre natürlich auch aussehen lassen. Aber wie gesagt, kein Vorwurf an die Arbeit da oder da steckt Arbeit drin. Aber der Hintergrund ist jetzt dann doch einfach gehalten. So weiter. Also Respekt, sieht echt wahnsinnig schön aus. So. Das nächste Bild. Das sieht eigentlich, wenn du das hier so auscutten würdest, ohne den Körper, weil das ist halt auch so ein bisschen... Aber er guckt halt ein bisschen böse, ne? Ist das hier? Das hat mich auch am Samstag... Am Samstag? Nein, das hat mich... Sprech da erstmal zu Ende. Am Freitagabend nach der Arbeit hat mich das erreicht. Also als ich heimgekommen bin von der Arbeit und ich habe das Bild gesehen und habe gesagt, boah, das ist krass. Und dieses Bild ist eigentlich dafür verantwortlich, dass ich euch auch die Bilder zeigen will und nicht nur die Logos, die jetzt selber zur Auswahl standen, von 1 bis 6 eigentlich, also von 1 bis 7. Und
Ja, also ich muss echt sagen, ich bin beeindruckt. Das Bild, ja, also von den Bildern, was mich am meisten beeindruckt, ist das Bild hier. Ein graues Bild mit einem Drachen, mit diesem Schriftzug. Ich bin wahnsinnig beeindruckt. Ihr habt echt solches Talent, Leute. Bin echt wahnsinnig beeindruckt. So viele von euch haben mir was geschickt. Und das ist übrigens auch, und dieses Bild und auch die anderen Einsendungen, die ich bekommen habe, sind dafür verantwortlich, dass ich jetzt beschlossen habe, auch Challenge Times zu machen. Challenge Times werden gemacht. Es wird halt wieder erzählt, was beschlossen wurde, was gemacht werden soll. Das ist das Interessante. Die werden in der Zukunft immer in den Videos kommen, wo ich dann Kommentare kommentieren werde. Und da wird am Ende immer Challenge Time sein mit Mal Ja, das sagte ich ja eben. Ich weiß nicht, warum der so komische Arme hat, der Drache. halt das und das, ja, oder macht ein Bild mit dem und dem, mit euren Lieblings. Ich weiß nicht, ob der nicht, hat der nicht ein Glied zu viel, ein Winkel da irgendwie? Kann auch eine doofe Handhaltung sein. Konsolen mit euren Lieblingstieren, mit eurem Haustier, malt euer Haustier oder solche Sachen, ja. Ja, du willst einfach wieder, dass andere Leute für dich Content machen. Wir haben schon verstanden. Und ich finde echt wahnsinnig schön, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr mir das auch mal in die Kommentare schreiben. Meine Güte, es wird ja immer schlimmer. Könnte es wirklich ein Mädchen sein, ne? Und das sag ich. Aber da, also. Ja, ich verlieb mich gerade, Aveng. Ich muss mal weitermachen. So, Ja, so, Mädel. es tut mir leid, ich habe ein Bild vergessen mit reinzunehmen, aus irgendeinem Grund. Was war denn aus irgendeinem Grund? Und ich bin jetzt gerade über den Schneiden, deswegen mache ich das jetzt noch kurz mit rein. Zuallererst einmal, ich habe jetzt ein paar Sachen mit rausgenommen, das habt ihr jetzt mitbekommen. Habe ich einen kleinen Text geschrieben. Ich habe jetzt die drei Bilder, die mich später erreicht haben, doch nochmal rausgenommen. Na, theoretisch, dadurch, dass du das ja anhängst, hättest du das eigentlich auch vernünftig machen, indem du keinen Text schreibst, sondern das auch richtig sprichst oder sagst oder toll aufbereitest, toll präsentierst. Weil ich da ein paar Probleme gesehen habe. Andererseits, wenn ich sage bis 12 Uhr, dann ist es bis 12 Uhr. Ja, wenn der Lat was sagt, dann heißt das auch, ne? Ende, ne? Okay. Das Bild hier habe ich vergessen, euch einzublenden. Was lauter hin und her getue, warum auch immer, habe ich das vergessen. Das Bild hier hat mich auch sehr beeindruckt. Das hat mich am Freitag nach der Arbeit erreicht. Und Ja, das hättest du dir vielleicht 1987 auf dein Manta B auf die Motorhaube gesprayt und hättest dich dann neben dem E-Kadett mit dem Vollmond jaulenden Wolf daneben gestellt oder sowas. Gottes Willen, ja, ist aber ein kitschig. genauso wie das Bild vorher hat mich das mit am meisten beeindruckt. Wobei ich sagen muss, dieses graue Bild ist eigentlich meiner Meinung nach ein äußerst sehr schönes Bild. Also das ist ein Bild, das mich wirklich sehr berührt hat. Ansonsten, das Bild hier ist auch echt klasse und ich Was bei dieser Gesicht? bin echt beeindruckt mit diesem ganzen Gras und alles. Mit diesem Hintergrund, da hat sich jemand echt Mühe gegeben und ja, ich finde es echt klasse, dass ihr hier so eure Einsendungen macht und alles, dass ihr euch da mit beteiligt und ich möchte in Zukunft mehr mit euch zusammenarbeiten. Hört auf, mich zu mobben, Chat. Das sind alte Autos, wovon ich gesprochen habe. So, das war's auch schon. Mehr möchte ich euch gar nicht ins Ohr abkauen. Ich danke Ja, das war aber schon jetzt eine ganze Menge dafür, dass du eigentlich nur ein paar Bilder zeigen wolltest. euch fürs Zuschauen. Ein Endcard habe ich jetzt schon gemacht, allerdings ist die eigentlich für ein anderes Video gedacht. Also Ja, so kennt man dich. Das ist genau das. So kennt man dich. nicht wundern, dass ich da plötzlich anders dastehe und so weiter. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen, Metal, und bis zum nächsten Mal, Ja, euer Metal. Drachenlord. Ciao, Leute. So, coole Endcard. Ja, passt alles. Du komm mir bloß mal nach Hause. 5 Stunden habe ich. Ich kann das nicht lesen. Das ist zu klein. Und ich bin zu alt. Und er ist so cringe, Junge. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen erschreckt, aber ich dachte, Doch, mich hast du erschreckt, einfach mit deiner Anwesenheit. ich mache das jetzt einfach mal was, Gaudi. Gaudi. So. So. Was gibt's jetzt da? Ja, wäre für mich schon Grund, komplett abzubrechen.
Weil ich stehe dann da so, ja, was gibt's eigentlich? Keine Ahnung. Weil, weißt du, ich mache mir dann vorher Gedanken, was möchte ich denn da gerade sagen in dem Video oder worum geht's? Nicht mal das kriegst du hin. So, als allererstes einmal hier unten rechts kommt ihr nach wie vor zum 100 Abonnenten-Special. Ja, ich denke, das werden die Leute schon rausfinden, wo es dahin geht, oder? Hier direkt unter mir kommt ihr dieses Mal zu einem anderen Let's Play von mir. Ist auch schon ein bisschen, es ist auch relativ neu, es ist sogar ein neues Projekt, ein ganz neues Video. Ey, das hat er auch nicht gelernt. Ich weiß da, ich kann keine Endcards machen. Ich hab das nie, ich brauch das nicht. Egal, aber das ist doch nicht. Da müsstest du doch sagen, hier könnt ihr euch das letzte Video angucken, da das nächste und da geht's um, weiß ich nicht, irgendein Thema. Da erzählt er mir hier schon wieder 8 Minuten irgendeine Scheiße. Unser Donkey Kong Country Tropical Freeze, das neue Let's Play, das neue Donkey Kong. Das neue Let's Play. Das neue Donkey Kong von mir, beziehungsweise von Nintendo natürlich, aber von mir halt Let's Play. Könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr Spaß dran habt. Nein, ich habe keinen Spaß daran, wirklich. Das nervt mich gerade, dass du da so wieder so ein Riesending draus machst. Und dass so viel Stammel und Gestotter und Unprofessionalität da in diesem Video verarbeitet worden ist. Dann hier rechts. Schreck mich doch nicht so. Hier rechts. Habt ihr so ein kleines Banner? Ja, da könnt ihr mal draufklicken. Das geht zu meinem Facebook-Account. Dann da unten. Also wie viel Facebook-Account er dann damals noch hatte. Wo bist denn? Ach, da kommst du ja. Da unten seht ihr jetzt da zwei weitere Banner. Ja, zuallererst mal. Gehst du her? So. Zuallererst einmal seht ihr da so ein kleines Bild von Twitter. Junge, ist so funny. Du merkst gar nicht, dass so unten die scheiß Icons sich ändern oder so. Das ist so cringe. Das sagt der Dulli hier mit der Mütze auf dem Kopf. Das kannst du dir nicht ausdenken, ernsthaft. Was machst du denn da? Das ist mein Twitter-Account, den könnt ihr mal Ja, wie viel Twitter er damals noch hat. Also er hat ja wieder Twitter, aber. liken. Das seht ihr auch immer, wenn ich irgendwas poste oder sowas. Da habe ich auch oft einmal Videos gepostet, wenn ich irgendwas geliked habe oder so. Seht ihr da auch immer recht schnell, falls Ja, danke, dass du mir erklärst, was man bei Twitter sehen kann. ihr Twitter habt. Ist Ansonsten das könnt ihr mal richtig, einfach wie er da wieder minutenlang irgendeine irrelevante Scheiße labert? reingucken, ist ja eure Sache. Ansonsten seht ihr da unten noch so ein kleines. Was ist das hier unten? Was sind das denn für Drachen? Haben die Down-Syndrom oder was? Können wir das mal bitte thematisieren? Wieso sehen die denn so komisch aus? Grünes Symbol mit Herzchen irgendwie, Kaplan. Dieses Symbol ist dafür gedacht, dass ihr in Fanshop reinkommt. Ich habe auch einen Fanshop mittlerweile. Müsst ihr mal gucken. Das ist neben diesem Smiley da, ne? Seht ihr ja. So. Ja, sehr professionell. Wir müssen mal gucken hier in meiner Endcard. Ja, da irgendwo ist irgendwas, aber ne, kommt da schon zurecht. Dann danke ich euch. Aber ich erzähle euch, was ihr auf Twitter machen könnt. Euch fürs Zuschauen. Sage nochmal kräftig Metal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute. Cool, Brudi, cool. So, ja, Gott sei Dank, es hat ein Ende, ne? Grauenhafte 24, fast 25 Minuten haben wir uns angetan. Was haben wir gelernt? Was haben wir mitgenommen? Was haben wir. Ja, um es abzuschließen, nichts. Irgendwie, ne? Er hat uns ein paar Bilder gezeigt, das hätte man vielleicht auch cool irgendwie machen können, aber ja, dass nicht jeder immer hundertprozentig fit ist, wenn man sich davor setzt, oder, aber das war ja schon ja, erschreckend anzusehen. Ne? Dann der ein oder andere hat sich natürlich sicherlich Sorge gemacht, dass er da irgendwie einfach umfällt und wir keinen Content mehr von ihm kriegen. Freunde, schön, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank an YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.